Also auf diesen Regenerator. Ich will nicht hoffen, dass wir den nochmal wiedersehen. Weil sonst weiß ich, werde ich bei dem zweiten Run bei Dead Space mächtige Probleme kriegen. Masken auf. Radioaktivität. Hatten wir vorher keine Probleme mit. Ah, okay, aber wieder. Luftprobleme? Eintritt Schwerelosigkeit. Ah. So. Sonst noch jemand? Ja. Das ist ein Dead Space ziemlich mies. Im Wähler. USG Ishimura, wir haben Ihren Notruf empfangen und senden jetzt auf allen Frequenzen. Wir
haben Ihre Rettungskapsel 47 an Bord genommen und sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Diese Nachricht wird bis zu Ihrer Antwort alle 30 Sekunden wiederholt. Das ist scheiße. Was? Ist das nicht die Rettungskapsel, die Hammond abgefeuert hat? Eins dieser Viecher war an Bord. Nein. Nein, das darf nicht sein. USM Vela. Vela, kommen! Unser Signal ist nicht stark genug. Ich werde jetzt die Drucktüren öffnen, um das Signal zu verstärken. Fehler. Drucktüren sind blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Techniker. Hier ist einer. Scheiße. Isaac, da ist was Großes an der Hülle des Schiffes, direkt über dem Com-Array. Was Organisches. Keine Ahnung, was es ist und ich will es auch nicht wissen. Wir müssen irgendwie die Türen öffnen, um zur Vela zu senden. Von der AAS-Kanone 48 solltest du ungehindert schießen können. Geh zu der Kanone und befördere das Ding ins All. Jo, das heißt eigentlich nur wieder zurück. Und dann schauen wir mal. Wofür die Stars, ich verstehe es noch nicht. Zugleich. Nichts da, Kollegen. Wundert mich ja schon, dass die Viecher jetzt intelligent sind und die Teile sogar benutzen können. Weil man muss diese ja wirklich aktivieren. Auflockern. Auf jeden Fall. Bitte? Boah, das würde mir jetzt eigentlich aber noch fehlen, dass daraus jetzt Gegner kommen. So Headcrab-Viecher rausspringen würden. Eine AAS-Kanone. Eine AS. Oh, wie viel Arsch hier in dem Spiel ist. Das ist ja unglaublich, ne? So, wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch 3 Minuten. Hoffentlich haut das rein. Manuelle Überbrückung initiiert. Thank you.
Türen des Kommunikationsarrays werden geöffnet. USM Vela, hier spricht Kendra Daniels von der USG Ishimura. Komm, öffnen Sie nicht die Rettungskapsel. USM Vela, hier ist Kendra Daniels von der USG Ishimura. Bitte kommen. Öffnen Sie auf keinen Fall die Rettungskapsel. Antworten Sie doch verdammt nochmal. Ja, ja. Ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Isaac, sind Sie da? Oh, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Jemand hat die ganze Zeit mein Rick-Signal blockiert. Und durch den Zusammenstoß wurde es wieder abgesetzt. Hammond, wo waren Sie denn bloß? Ich habe versucht zu überleben. Ich habe ein paar medizinische Vorräte gefunden und mich selbst zusammengeflickt. Hören Sie, ich breche die Mission ab. Ich scheiß auf den CEC und scheiß auf die Befehlskette. Wir müssen schleunigst hier verschwinden. Ich glaube, ich habe ein Shuttle auf dem Crewdeck geortet. Laut Protokollen braucht es einen neuen Singularitätskern, den wir aber vielleicht auf der Vela finden. Das Heck hat sich in die Seite der Ishimura gebohrt. Ich werde jetzt hingehen und nach einem Einstieg suchen. Wir treffen uns dort. Hammond, Alot. Isaac, wenn es stimmt, was er über das Shuttle gesagt hat, könnten wir noch eine Chance haben, hier wegzukommen. Lauf rüber zur Frachtbucht und sieh nach, ob du Hammond helfen kannst. In seinem Zustand wird er sicher nicht lange durchhalten. Mal ernsthaft. Ich bin doch der Einzige, der hier kämpfen muss. Ah. Man muss nur die Drecksarbeit machen. Was? Ist da jemand drin? Nein. Wir müssen etwas improvisieren, um die Situation aufzulockern. Und gleich werden wir empfangen. So, dann müssen wir jetzt wieder zurück.